So eine Artefakt-Waffe wäre auch mal nicht schlecht. Das könnte natürlich auch sein, dass die ganz schweren Gegner, jetzt habe ich diese Blut-Titanen hier, einfach random Artefakt... Wow! Was zur Hölle war das? Ich werde sie alle töten. Es kam unerwartet. Du hast kein Wiederbeleben, richtig? Nee, hast du nicht. Seelenmagie-Meister, da war was. Das sollte ja noch werden für genau diesen Fall. Und das sind noch genau die Tote, die wir bräuchten. Also entweder Lei zum Wiederbeleben oder Talana zum Rausteleportieren. Jetzt haben wir wieder noch und müssen zu Fuß bis zu den Elfen laufen. Menno. Fliegen könnten wir aber. Wir müssen nur sie aufheben. Und sie bräuchte ein bisschen Mana. Die perfekte Mischung. So. Du fliegen. Nach da. Ja, so schnell wird man leichtsinnig, wenn man Laserwaffen bekommt. Ich habe wahrscheinlich auf die Lebenspunkte geachtet und er hat diesen Funkenschlag gemacht. Und wir waren zu nah dran, haben alle abbekommen. Ja, das hört sich so an, als wenn es passieren könnte. Tempel. Du bist ein Tempel. Wie kann ich helfen? So. Geht den Pfad des Lichts. Jo. Auf Wiedersehen. Tun wir. NPCs, Bürger, Wache, Schmied, Quartiermeister, Spurensucher. Allerdings so wirklich schick. Und hier sind wir die ganzen Wachen. Nö, okay, komm zurück. Die ganzen Buffs haben wir noch. Auch den Plus auf alle Stats. Ja, okay. Fackel ist auch da. Das heißt, wir können einfach wieder reingehen und jetzt da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Also bei dem einen Typen, den wir eigentlich hätten umbringen sollen. Oh, und Bewahrung vielleicht sprechen, ne? Da war was. Ja, allein deswegen, oder unter anderem auch deswegen, wäre vielleicht doch so ein Plus 4 auf Geist, Seele, Körper, NPC nicht schlecht. Ja, zum einen heilen wir mehr mit der Gruppenheilung, aber auch Bewahrung hält zum Beispiel länger. Und Schutz gegen Magie. Wobei Schutz gegen Magie ziemlich lange halten müsste, ne? Ja, 9 Stunden. So, Titan. Wo bist du? Machst du doch irgendwo hier, oder? Besten. Ja. Hier um die Ecke. Da bist du. Stirb. So. Artefakt bitte. Ein Ring oder ein Edelstein? Was für ein Ring? Das erkenne ich nicht. Einmal plus 25 Geschick. Nicht schlecht. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Rüstungsklasse plus 16. Braucht noch irgendjemand? Rüstungsklasse plus 5 kann verkauft werden. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Dafür kommt der. Wo ist der 16. Rüstungsklasse-Ding? Da. So. Du hast ganz viel Intellekt. Das ist auch so okay. Nur macht das später nicht mehr ganz so viel aus. Trefferpunkte plus 10. Das sind 5%. Plus 10, plus 16, plus 12. Du kommst mal weg. Dafür nehmen wir Trefferpunkte. Plus 15 auf Glück kriegen wir Zauberpunkte pro Zeit. Jeder hat schon Zauberpunkte, das brauchen wir nicht. Kenn ich nicht. Was bist du? Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Unverzaubert.
Ausdauer plus 16. Macht auch nicht mehr so viel aus. Kann weg. So, weiter im Text. Also ein Drachen. Gehen wir erstmal hier hin. Da sehe ich was Blaues auf dem Fußboden. Und keine Gegner mehr. Das tut irgendwie weh. Mein Fehler. Warum hast du wieder verschlossen? Da war der Bogen drin, glaube ich. Und hier hatten wir auch unseren ersten, na okay, unseren zweiten oder so Drachen umgebracht. Jetzt vielleicht Erfahrungspunkte genug finden? Nö. Also abgesehen von Artefakten. Das ist ein roter Drache. Das müsste der stärkste Drache sein. So. Grüner Drache tot. Handschuh. Ich würde gerne. Du bist schön. Brauchen wir wirklich noch so ein Nicht wirklich. Ding? Oh, ist der Handschuh ich weiß nicht, da? Was das ist. Brauchen wir wirklich Plus noch so 10 ein Zauberpunkte, Reaktion und Intellekt. Wir haben jetzt 713. Wir haben jetzt 717. Weil halt 10 Intellekt nicht mehr so viel ausmacht. Da sind die 10 Zauberpunkte besser. So, dann Können haben wir das wirklich einen Unverzauberten. Den verzaubern wir im Kampf. So. Aus der Resistenz, nee, das brauchen wir nicht. So, was ist mit deinem Handschuh? Plus 5 Intellekt und Charisma. Nö. So. Du stirbst. Aber das war nicht der Raum, den ich meinte. Also der Raum, wo es irgendwie ziemlich haarig war. Der müsste dann nordwestlich von hier sein. Wollte eigentlich einen Nahkampf für Geo waren. Quatsch. Zwei Hände. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Nicht verzaubert. Jetzt verzaubert. Erhöht Geschwindigkeit. Platz mehr. Das klingt gut. Platz. Wir müssen definitiv verkaufen. So, also da waren wir. Fehlt immer noch der Raum da und der kleine. Ehrlich gesagt, aber dieses einfach nur hier durchschnetzeln ist ein bisschen langweilig, finde ich. Und das bringt uns nicht so viel. Also ich laufe jetzt einfach in die Räume, wo ich denke, dass dieser gefährliche Raum ist. Wenn ich den finde, töten wir da den stärksten, was auch immer da ist. Oh, Talana. Und hoffen, dass der stärkste Gegner, den wir sehen, halt irgendwas dabei hat. Und wenn nicht, hauen wir hier ab. Und es war definitiv Funkenflug, der uns vorne umgebracht hat. Das konnte man gerade wieder sehen bei Talana. Du bist fast tot, okay. Eine Hellebarde. Und warum laufen wir in eine Sackgasse? Ich wollte nach oben. Hier. Das sieht wichtig aus. Mehrere Drachen. Dahinter Titanen. Das sind nur ganz normale blaue Drachen. Keiner von denen hat einen Namen, oder? Nee. Boah, könnten wir uns das auch sparen. Schade, schade. Sie haben vielleicht. Erstmal stirbst du, dann gucken wir weiter. So. Streitkolben, du bist ein Titan. Du bist ein Blut-Titan. Also beides nur ganz normal Titan. Nö. Hier ist nichts für uns. Schade, schade. Na gut, wir haben jede Menge Zeug gemacht. Also Ausrüstung. Die können wir jetzt verticken. Und zwar südlich hier. Mit dem Goldhunger ist jetzt ein Stufenanstieg und klappe mal ein bisschen die Läden ab. Also nach Verjüngungstränken, permanentes der Tränke und bessere Ausrüstung, Ringe zu verzaubern und all sowas.
Geschäft ist geschlossen. Die feinsten Rüstungen. So, weg, weg, weg. Weg, weg. Das muss zu ihr, das muss zu ihr. Kein Platz mehr. Ja. Das kann weg, das kann weg. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Plus 10 Ausdauer, Rüstung, 3 Punkte. Das sieht auch nicht schlecht aus. Kein Platz mehr. So, die Sachen müssen identifiziert werden, damit sie mehr wert Können sind. Können wir das wirklich brauchen? Keinen Platz mehr. Ich habe keinen Platz mehr. Yeah. Brauchen wir wirklich noch so ein Verkaufen, du. Dann gehen wir ganz kurz mal nach nebenan. Darf ich euch helfen? Verkaufen, du. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? So, das ist ihr Stab, ne? Ja. So, du weg. Identifizieren. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Weg. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Okay, kann auch weg. So, du hast noch Schriftrollen, die können so oder so weg. Edelsteine. Und der Helm. Verkaufen, du. Und dann müssen wir gleich noch einen Kinkerlitzchen laden. Die feinsten Rüstungen. Verkaufen, weg. Was hast du denn so? Waffenmeister plus 8. Nö. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Das war nicht so wirklich schön, ne? Aber wir haben keine höherleveligen Geschäfte. Als hier in Celeste und in der Grube. Schade. Links waren die anderen Händler, ja. Bürger, Apotheke, was machst du? Hallo. Achso, Alchemie. Ja, nee. Also, Alchemie ist an sich eine nette Sache. Aber ich habe nicht so wirklich Lust, die ganze Zeit rum mit zu experimentieren. Oder in die komplette Lösung zu gucken. Das heißt, das fällt größtenteils weg. Besondere Tränke, genau das Richtige für euch. Wahrer Intellekt. Ist gekauft. Gute Qualität und angemessener Preis. Nix. Also wir könnten jetzt hier die Kronen kaufen, aber wieder verkaufen. Damit wir Geld machen, aber es passt schon. Ich hoffe, ihr kommt. Achso, hast du schon. Gute Qualität und verkaufen. Angemessener Preis. Du. So. Ich hoffe, ihr wahrer Intellekt. Talana hat ihn schon, das weiß ich. Du. 99. Hast ihn wahrscheinlich dann auch. Ich gebe ihn aber nochmal hier. Und sie hat ihn schon. Ich sollte meinen Schmierzettel wirklich besser ordnen. Braucht man irgendwas von einer Lichtgilde? Nö. Alles gut soweit. Okay, dann nächster Sprungpunkt. Du bring uns bitte in die Grube. Und diesmal können wir uns auch direkt hier teleportieren, weil halt niemand mehr lebt, ne? Du hüpf. So, was haben wir hier? Waffenhändler. Da müssen wir wohl noch mal wieder. Der erst recht spät aufmacht, weil sie böse sind. Unsere Waffen sind die größten. Naja. Also, dann ein andermal. Was erlaubt er sich? Er hat doch gar nichts Böses gesagt, Talana. Meine Rüstungen sind die besten. Und der klingt ganz schön doof. Plus 15 Glück und dringende Zauberpunkte. Rüstungsklasse plus 17. Ich glaube, den kaufe ich. Für dich, weil Luftresistenz nicht ganz so wichtig ist. Dafür habe ich keinen Platz. So. Trotzdem nicht das, was ich gerne hätte.
Kinkerlitzchen-Händler bei den Bösen war da, wo wir noch nicht aufgeräumt haben, glaube ich. Also einmal durch den Teleporter hier. Dann sind wir bei diesen vier großen Räumen gewesen. Ja. Na gut, jetzt haben wir Blaster und so. Vielleicht klappt das ja. Le, wir bräuchten noch einmal den da, genau. Also, Daumen drücken. Oh, und Schuss gegen Magie noch zaubern. Genau, und hier in einer Richtung war die Erdgilde, wo ich eh noch den Telekinesis-Spruch holen wollte. Und Kinkerlitzchen. Du, Schutz gegen Magie. Jetzt nicht stehen bleiben und durchgehen. Töten. Du, heilen. Oh, okay. Das war ein Drachenodem. Der ist nicht tot, aber runtergefallen. Okay. Willkommen in der Erdgilde. So, wir hätten gerne Klinge nicht. Wir hätten gerne schwere Zauber. Nein. Genau, den wir nicht brauchen. Den wir brauchen, der ist nicht hier. Schade. Du, Heilung, das da. Nichts geht über einen guten Kampf. Nee, nicht stehen bleiben. Nee, nicht stehen bleiben. So, nur noch Kleinkram am Leben. Also Schattengilde. Nur für Mitglieder. Das ist noch ein Mitglieder. Erdgilde waren wir auch schon. Also viel noch Kinkerlitzchen. Was war das vierte hier? Achso, Alchemie. Ich habe gerade ein Experiment. Wahrer Intellekt. Wahres Glück. Okay, wahren Intellekt hatte schon Talana und Lunanera. Also kriegt das jetzt noch Lay. Einfach so. Und wahres Glück. Kommt Kirogan. Der wenig Glück hat wegen dem Helm. Also, letzter Raum. Kinkerlitzchen. Oh, hier. Ihr findet nirgendwo etwas Besseres. Genau das befürchte ich nämlich auch. Wir können nicht mehr so wirklich viel Tolles kaufen. Später. Nee. Ganz netter sicher. Versuch. Nee, wir kommen nicht wieder. Hey, wir haben Level Up? Ja, wir haben endlich Level Up. Sehr schön. Wenigstens etwas. Zurück. Ja, du. Zurückrufen. Celeste. Oh, das ist der falsche Celeste gewesen. Mist. Aber na gut. Die zwei Folgen hier waren jetzt nicht so wirklich produktiv, finde ich. Die Titanenfestung war nicht so schön, wie erhofft. Also es gab sehr viel Beute, aber das ist halt nur Geld. Und Geld hält sich halt die Wirkung davon gerade noch in Grenzen. Wir brauchen es eigentlich nur für Stufenaufstiege und die sind nicht so leicht zu bekommen, ja? Das Geschäft ist kein Blaster. Nichts anderes dergleichen. Ausbildung des Landes. Hervorragend. Das heißt, wir sollten vielleicht doch weitermachen mit den normalen Missionen. Was haben wir hier noch bei den Großmeister? Du solltest noch Seelenmagie auf Meister bringen. Du. Wassermagie, du Luftmagie, du mehr Mana. Aber ja, nächste Folgen konzentrieren wir uns auf die anderen Aufgaben. Wir müssen ins Land der Riesen und Xenofex töten.
Aber das ist halt eine recht schwierige Aufgabe. Nehmen wir an. Das mit den Bäumen wissen wir nicht wo. Haldars Beine. Klingt irgendwie jetzt zu unepisch für uns. Ich meine, wir sind jetzt auf dem Weg, Teufel zu töten und mit Blastern um uns zu schießen. Da wollen wir uns um die kleineren Aufträge nicht mehr ganz so wirklich kümmern. Geschweige denn irgendwelche Gemälde suchen oder Arkument spielen. Vielleicht sollten wir doch schon ins Land der Riesen und versuchen ihn zu töten. Wer weiß, was dann auch noch kommt. Das muss ich mir überlegen bis zur nächsten Folge. Also bis gleich.